Ey, mir gehen die Leute so auf die Nerven, die zum Beispiel sagen, sie fahren in Surfurlaub und dann schaffen sie es einmal am Tag ins Wasser. Was sind das für Server? Was sind das für Serverinnen, hä? Womöglich nur knapp 2 Stunden dann am Tag sogar. Und wollen die noch andere Dinge tun? Ist doch wohl immer noch ein Surfurlaub oder was? Warum fahre ich sonst ans Meer? Und dann reden sie übers Wellenreiten, obwohl sie kaum mal dazu kommen, eine anständige Welle zu nehmen und dann vielleicht einmal im Jahr. Naja, ich meine, sollen die machen. Aber für mich sind das keine Soul-Surfer, Leute. Nee. Ja, ein Soul-Surfer. Was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Und ja, will man sowas überhaupt sein? Oder lehnt man so einen Begriff vielleicht sogar eher ab? Ja, mehr dazu später in dieser Folge, würde ich sagen. Egal ob Soul-Surfer, Wannabe-Soul-Surfer oder gar nichts dergleichen. Alle sind mir erstmal herzlich willkommen heute wieder im Wellenlänge-Podcast hier. Ich bin Benny Altenhoff und hier bist du richtig, wenn dich derlei Fragen rund ums Wellenreiten interessieren. Auch mal Fragen, die nichts direkt mit dem Sport zu tun haben, sondern mehr in dem Umfeld sich bewegen. Als Landlocked-Surfer, der ständig die Wellen und das Meer vermisst, sind mir eigentlich solche Themen immer recht, um ein bisschen im Hobby zu bleiben und mich ein bisschen näher mit dem ganzen Drumherum zu beschäftigen. Wenn du gerade neu hier bist und mehr zu meinem Podcast erfahren möchtest, hör doch einfach einmal in die Episode 0 rein, da erkläre ich das Ganze ein bisschen. In der letzten Woche ist meine Folge ja nun komplett ausgefallen wegen Krankheit. Da hat mich eine Erkältung mal so richtig ins Bett gehauen. Und diese Woche kommt die Folge erst am Dienstagmittag. Irgendwie meine Erkältung hat mich losgelassen und war 2 Tage wieder auf dem Bein. Dann hat mich eine Magen-Darm-Grippe niedergebrettert, die mich bis heute Morgen eigentlich noch irgendwo im Bett gehalten hat. Und es geht jetzt langsam wieder besser und deshalb heute schaffe ich es endlich, diese Folge aufzunehmen. Oh, armer Surf-Podcaster, ne? Die heutige Folge, die ist inspiriert von der letzten, die zum Thema Surf-Hype war. Da ging es ja unter anderem um die Frage, wie man als Mitteleuropäer überhaupt zum Wellenreiten findet und wie unterschiedlich das passieren kann, beziehungsweise ja, wie fast zwangsläufig das eine Folge des mehr oder weniger großen Surf-Hypes ist, wenn man denn hier eigentlich als Landlocked-Surfer zu Hause sitzt und nichts groß mit Wellen zu tun hat. In der heutigen Folge möchte ich mich gern einmal mit den unterschiedlichen Motiven und Motivationen zum Surfen beschäftigen. Sprich, ja, wie kommt man dazu, sich fanatisch mit diesem Hobby zu beschäftigen und daran zu bleiben. Zu dem Thema habe ich mir einen professionellen Coach und Prozessmoderator eingeladen, der uns ein bisschen was Psychologisches darüber erzählt. Starten möchte ich allerdings mit ein ganz klein bisschen Feedback zur letzten Folge. Da habe ich nämlich ein paar Mails bekommen. Ich hatte die Frage gestellt, wie kamst du denn eigentlich zum Surfen? Was hat dich ursprünglich motiviert? Und da kamen durchaus ein paar unterschiedliche Sachen bei raus. Einmal so klassisch, wie es bei mir war, nämlich die mehrere, die geschrieben haben, sie wurden einfach von Freunden akquiriert, sage ich mal. Die wurden mal mitgenommen, ob sie mal reinriechen wollen, sei es jetzt auf einer stehenden Welle oder direkt auch in einem Surfurlaub und sind da seitdem nicht mehr von losgekommen und sind da seitdem wahrscheinlich sogar mehr am Ball als die Person, die sie ursprünglich mal mitgenommen hat. Genauso war es bei mir auch. Und damit einhergehend, aber auch eigenständig genannt, war halt der große Freiheitsgedanke hinter dem Surfen. Dass man einfach viel Freiheit, viel Unabhängigkeit darin sieht, alleine mit seinem Brett unterwegs zu sein, irgendwo anzuhalten, an den Strand zu gehen und eine Runde ins Wasser zu gehen und damit große Befriedigung hat. Und ja, das hängt dann natürlich alles so ein bisschen zum einen vielleicht mit dem Naturerlebnis zusammen, aber auch viel mit diesem Lifestyle und diesem Bild, das vom Wellenreiten in den letzten, ja, knapp 100 Jahren geprägt wurde, denke ich mal. Das Thema Filme war für einige auf jeden Fall auch ein Thema und der Klassiker dabei ist anscheinend tatsächlich auch Gefährliche Brandung, Point Break, den ich ja auch schon öfter mal erwähnt habe. Er spielt ja nun auch sehr stark in diesem Image und in diesem Freiheitsdenken der Body, der unbedingt den Endless Summer leben möchte und dann halt seine Bankräube begeht im
im Sommer, während er in Kalifornien surfen ist und mit dem Geld dann den Rest des Jahres auf Weltreise geht, um halt dauerhaft zu surfen. Ja, ist schon eine tolle Story und da kann man sich schon irgendwie drin wiederfinden, gerade zumal der Bodhi ja dann auch unbedingt der Bösewicht ist. Ja, wie man es nimmt. Gute Story auf jeden Fall. Kann man sich schon auf jeden Fall von anfixen lassen. Außerdem kamen noch als Möglichkeit natürlich andere Brettsportarten und vor allem Skaten. Also ich habe jetzt zwei Leute gehabt, die gesagt haben, sie waren viel Skaten früher schon in ihrer Kindheit und das Surfen war einfach nur irgendwann eine logische Konsequenz, da man natürlich über Medien und sowas viel von gehört hat und das musste man ja quasi dann irgendwo mal in Angriff nehmen. Wellenreiten bedeutet ja nun auch für jeden etwas Unterschiedliches irgendwo. Ne? Für den einen ist es der schiere Sport, den Körper pushen und den Elementen aussetzen, viel leisten dabei, irgendwo weiterkommen und einfach auch irgendwo gut aussehen dabei und ja halt wirklich eine gute Figur auf dem Surfbrett zu machen. Dann ist aber auch ein starkes Motiv, einfach die Natur zu erleben zu wollen, sich der Naturgewalt auszusetzen und dabei irgendwo auch im Einklang mit der Natur zu sein. Dieser schon erwähnte Freiheitsgedanke und der damit verbundene Lifestyle ist sicherlich ein Punkt, den viele darin sehen. Und an sich auch einfach das Reisen. Es ist ein bekannter Ausspruch vom Profisurfer Chris Malloy. Manche Leute reisen, um zu surfen, aber oft habe ich das Gefühl, dass ich surfe, damit ich überhaupt reisen kann. Ja, auch eine schöne Sache, finde ich, dass man einfach das Surfen so ein bisschen als Anstupf nimmt und als Motiv, damit man überhaupt reisen gehen kann. Macht durchaus Sinn, wie ich finde. Auf so einer Surfreise gewichtet jeder auch irgendwo den Sport, das tatsächlich Körperliche unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel auf Surfreise ist, bedeutet das für den einen, jede freie Minute zum Surfen zu nutzen. Für den nächsten war das Surfen eher der Auslöser, um zu reisen und er will auf vieles weitere auf dieser Tour abhandeln, ob es nun Sightseeing ist, Party oder auch andere Naturerlebnisse wie Wandern oder ähnliches damit einbauen oder Klettern. Einer will surferisch extrem weiterkommen, seine Skills verbessern, vielleicht bestimmte Manöver erlernen, in diesem Urlaub sogar gezielt. Und der andere will einfach nur eine gute Zeit haben und vom Alltag entspannen. Ja, ganz unterschiedliche Herangehensweisen an so Surfreisen also auch. Und das macht auch ein bisschen die Auswahl der Reisecrew manchmal gar nicht mal so leicht. Denn wenn der eine Sightseeing will, der andere will aber eigentlich nur surfen, der nächste will gern Party machen und morgens ausschlafen, der andere will unbedingt den Frühsurf mitnehmen, dann passt man vielleicht nicht unbedingt so gut zusammen. Und da gibt es neben Altersunterschieden, die dann vielleicht auch eine Rolle spielen können, große Persönlichkeitsunterschiede. Ja, und an dieser Stelle, da kommt dann mein heutiger Gast ins Spiel. Er ist, wie schon gesagt, professioneller Coach und Prozessmoderator. Vor allen Dingen ist er aber auch mein sehr geschätzter und heißgeliebter Bruder Sascha. Ja, moin Sascha. Willkommen zurück hier im Podcast. Grüß dich, Benni. Hallo. Was würdest du denn sagen, verstehst du unter einer homogenen Reisegruppe? Was kann man da für Charaktere zusammentragen, damit das gut funktioniert, wenn man auf Surfreise oder generell Reise geht? Müsste ich eigentlich erst eine Gegenfrage stellen, wie sinnvoll ist es denn, eine homogene Reisegruppe zusammenzustellen? Ich erinnere mich, als wir mal in Frankreich unterwegs waren und einen Surftrip gemacht haben, verhältnismäßig wenig wir dann tatsächlich im Wasser waren, weil wir uns immer mal wieder bestärkt haben, ach, jetzt nicht, die Wellen sind gerade nicht so super und es ist auch gerade kalt, weil wir halt bestimmte Typen darstellen. Aber gut, du fragst mich ja, weil ich auch mit sowas in meiner Arbeit zu tun habe, so Teamentwicklungsseminare oder auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung spielt bei mir eine Rolle und da gibt es natürlich Tools, die wir benutzen könnten dafür. Und wäre ja wahrscheinlich dann auch eine homogene Reisegruppe, würde ich dann jetzt tatsächlich auch drunter verstehen, dass man sich tatsächlich ergänzt im positiven Sinne und nicht die negativen Eigenschaften gegenseitig mitnimmt. Ja, die Frage macht ja auch total Sinn. Also ich glaube, eine gewisse Bandbreite macht Sinn, aber natürlich, wenn die Typen zu unterschiedlich sind, dann geht man sich halt mehr auf den Sack, als dass man sich auch motiviert. Ich mache mal kurz so einen Fächer auf, worauf man schauen könnte überhaupt mit so einer modellbasierten Forschung. Es gibt da verschiedene Ansätze, was man im Coaching oder im
in diesem Bereich nutzen könnte. Es gibt viele Modelle und die könnten uns hier gerade helfen, weil Modelle immer zwar eine Vereinfachung der Realität darstellen, aber weil die halt auch eine schöne Ausschnitte darstellen, an denen man Entscheidungen treffen kann. Und da gibt es verschiedenste Modelle, die so Persönlichkeiten und die Unterschiede von Persönlichkeiten erfassen in den unterschiedlichsten Bereichen. So ein Kollege von mir benutzt immer eine Zwiebel dafür und um seine Modelle, die er nutzt, in dieser Zwiebel aufzubauen. Das heißt, wenn wir eine Zwiebel sehen, wir sehen von außen, sehen wir etwas. Und es gibt einen Kern da drin, wenn wir sie aufschneiden, aber wir können im intakten Zustand können wir nicht wissen, was in der Zwiebel steckt. Und so können wir auch die Persönlichkeit ein Stück verstehen, wenn wir uns anschauen. Nach außen sehen wir natürlich immer nur, was Leute so machen. Wie die sich nach außen verhalten, sind die eher laut oder sind die eher leise? Mhm. Sind die begeisterungsfähig oder eher beobachtend zurückhaltend? In welchen Situationen funktionieren die gut und in welchen Situationen nicht so gut? Das können wir von außen beobachten und können Rückschlüsse darauf ziehen, wie die vielleicht im Inneren strukturiert sind. Und auch wir selber können natürlich nur sehen, wie verhalten wir uns und können so durch Reflexion können wir da in diese Zwiebel eindringen und über uns selber ein bisschen was verstehen, wie wir da eigentlich aufgestellt sind. Und ja, da erinnere ich mich, da hatten wir ja mal dieses Modell mit den Farben, was wir mal benutzt hatten. Ne? Das wäre tatsächlich so ein Modell, das liegt eher an der Oberfläche dieser Zwiebel. Das ist nämlich ein Modell über Verhaltenspräferenzen. Ich glaube, wir haben damals Insight Discovery, hieß das, benutzt. Weiter bekannt ist das DISC-Modell. Kann ich auch gerne einen Link geben, wo man da gratis einen Test mal machen könnte, ja, wie man da aufgestellt ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir das mal gemacht haben, mit meiner Frau zusammen. Und das interessant war, sich tatsächlich so ein bisschen zu reflektieren, warum man denn gewisse Verhaltensweisen so hat, die man, wo kommen die her so ein bisschen, ne? Wie ist man da veranlagt irgendwo? Genau, bei dem Modell, also wenn wir jetzt mal das DISC-Modell nehmen, das ist relativ bekannt, DISG oder DISC, wenn du das englische die Variante nimmst, da werden verschiedene, wird so ein Fächer, wird eigentlich so eine Matrix aufgemacht, also vier verschiedene Quadranten, in denen man bestimmte Typen einordnen kann. Und wenn wir es dann verfeinern würden, das gehe ich jetzt hier glaube ich nicht, aber dann könnte man noch tiefer reingehen und gucken, wie sich das noch in so einem Rad aufspaltet. Nee, eigentlich sind das nur zwei Verhaltensebenen, die da eine Rolle spielen in diesem Modell. Gibt kompliziertere. Das eine ist so die Extroversion, das andere ist die Introversion. Man kennt die Begriffe extrovertiert sein und introvertiert sein. Die haben damit, sind natürlich daraus abgeleitet. Wenn man das jetzt wissenschaftlich betrachten will, muss man noch ein bisschen unterscheiden. Allein schon, weil extrovertiert sein so in unserer westlichen Kultur positiver belegt ist als introvertiert sein, ist aber in dem Modell erstmal nicht so wichtig. Und es gibt, die andere Schiene wäre Denken und Fühlen, wenn ich mich jetzt, das ist gar nicht das DISC-Modell, das ist jetzt Insight, aber ist ja egal. Denken und Fühlen nehmen wir mal, also Kopfmenschen und Bauchmenschen, wenn wir es ganz simpel ausdrücken wollten. Und innerhalb dieser Matrix ordnen wir uns jetzt irgendwo ein an einer Stelle. Ja, vielleicht ganz kurz noch, wie entsteht das überhaupt? Das ist jetzt nicht unbedingt was dir die Gene mitgeben oder irgendeine übernatürliche Kraft dir übergestülpt hat, sondern das hast du so ausgeprägt im Laufe deines Lebens. Ja. Es gibt immer einen schönen Test, wenn ich dieses Modell benutze, bin jetzt da kein Experte für das Modell, aber ich benutze das oft so als Anstoß für Selbstreflexion. Es ist immer wichtig, dass man versteht, es geht nicht um richtig oder falsch. Da kannst du ja oder beziehungsweise deine Hörer, ihr könnt mal eure Arme verschränken, so vor der Brust, so wie man, wenn man skeptisch ist. Ja, da kann man doch immer, man kann ruhig aus skeptisch auf so Modelle gucken natürlich. Ja. Dazu mal die Arme verschränken. Und jetzt wirst du einen Arm oben haben, der oben aufliegt auf dem anderen Arm. Ja. Und das ist bei mir der rechte Arm und ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt dein Bild sehe, sehe ich deinen Arm nicht, aber dann ist auch noch gespiegelt wahrscheinlich. Das ist der rechte Arm oben. Und jetzt dreht das mal um oder dreht ihr das mal um auf den anderen Arm, dass der oben liegt. Ja, das habe ich schon mal irgendwie, das ist so kaum möglich, ne? Das ist sowas, was man irgendwie nicht versteht, wie das funktioniert dann. Ja, also möglich ist es natürlich, mit viel Konzentration kannst du es machen, aber es geht halt überhaupt nicht, fühlt sich nicht natürlich an oder manche sagen, es fühlt sich sogar falsch an. Ja. Und im Grunde ist dieses Modell, was so die Verhaltenspräferenzen beleuchtet, da geht es genau um sowas. Ne, du hast ja angewöhnt, die Arme auf die eine oder andere Art und Weise zu verschränken. Ne, das hast du wahrscheinlich das erste Mal gemacht, als so vielleicht 4, 5 Jahre alt war es, haben unsere Eltern das mal gemacht und dann hat man so versucht, das Verhalten zu kopieren und dann fühlte sich das genauso, beziehungsweise vielleicht noch komischer an als die zweite Variante eben. Ne? Also man hat irgendwie die Arme verknotet und das machte eigentlich gar keinen Sinn. Also dann später, wahrscheinlich spätestens in der Schule, war das eine relativ komfortable Haltung, weil man sich so ein bisschen stabilisieren konnte in seinem Sitz, wenn man da müde in der Schule saß, so ein bisschen den ganzen Körper da irgendwie
aufrechthalten. Da hat man das wahrscheinlich öfter gemacht und dann hast du dir die eine Variante angewöhnt und die andere bleiben lassen. Und durch die Wiederholung war dann irgendwann die eine Variante die in Anführungszeichen richtige und die andere die nicht so praktikable. Wenn das jetzt hier deine Hörer gemacht haben, gibt es sicherlich auch einige, die beide Varianten drauf haben. Die haben das halt gleichmäßig ausgeprägt. Kann auch passiert sein, ist aber eher selten. Und wenn wir jetzt so ein Modell angucken, geht es genau darum, dass wir ganz, ganz viele Verhaltensweisen auf diese Art und Weise ausgeprägt haben. Dass wir sie oft benutzt haben und erfolgreich eingesetzt haben und dadurch wiederholt haben und wiederholt haben und dann halt gut da drin sind, fremde Leute auf der Straße anzusprechen oder davon eben ganz viel Abstand nehmen. Ja, ja. Oder wenn wir einen Konflikt lösen, dass wir das über Angriff oder Verteidigung eher regeln, weil wir da halt Strategien entwickelt haben, die dann zu einem Verhalten, zu einer Verhaltenspräferenz geworden sind. Das ist so dieses Modell. So, jetzt gucken wir mal aufs Surfen gucken dabei. Ja, ja. Beziehungsweise den Surftrip gucken. Ja, wenn wir jetzt dieses Modell haben mit Extroversion, Introversion, das heißt jemand, der Extroversion hat, der stark nach außen orientiert, ja, es wirkt eher laut auf andere und energetisch oft auch. Ja, das sind wahrscheinlich so die Menschen, die bei Sonnenaufgang aufstehen, rausrennen und sich in die Wellen stürzen mit erhobener Faust und dabei auch noch laute Jubelschreie ausstoßen. Und die Introversionsmenschen sind nach innen orientiert, die wirken eher ruhig, reflektierend, verhindert jetzt nicht, dass sie auch um 6 Uhr aufstehen, wird aber eher vielleicht dazu führen, dass sie da erstmal vorsichtig an den Strand gehen und auch eher sanfte Aufwärmübungen machen, die Wellen beobachten und dann langsam reingehen und ja, vielleicht von außen nicht so viel Energie versprühen wie der erste Typ. Sonst würde ich, stelle ich eher so manchmal so als kulturelle Unterschiede fest, ne, dass so, aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Kulturen auch anders sich ausprägen, ne, dann die, zum Beispiel ja, Israelis sind immer volle Pulle, yeah, drauf, und das ist mir mal aufgefallen, oder, und Deutsche sind doch schon sehr oft, ja, zurückhaltend und Understatement drauf. Ja, gibt es glaube ich auch Forschungen zu, wie diese oder ähnliche Modelle, wie man die auch auf Kulturen anwenden kann. Wie, und natürlich sind Kulturen ein prägender Einfluss. Also wenn ich gerade über Prägung oder dieses Verhalten gesprochen habe, das ist eine Prägung, die prägt sich bei uns in der Jugend, also hauptsächlich so in der Jugend eigentlich aus. Kindheit ist wichtig, Jugend vielleicht noch wichtiger. Und jetzt sind wir zwar noch nicht fertig geprägt, aber wir ruhen uns viel auf dem aus, was wir haben. Und wenn wir was verändern wollen, dann ist das eine Anstrengung, wo es früher ganz natürlich war, dass wir halt noch gar nicht wussten, was wir machen sollen und deshalb erstmal Dinge ausprobiert haben. Und wenn wir heute etwas verändern wollen davon, dann müssen wir eigentlich relativ, muss entweder ein einschneidendes Ereignis sein, was uns das so zwingt, oder wir entscheiden, ich möchte jetzt eine Veränderung haben und setze mich da neuen Dingen aus, die vielleicht auch anstrengend sind. Mhm. Das wäre jetzt so Introversion, Extroversion, eher nach außen, eher nach innen orientiert. Die andere Schiene war ja Denken und Fühlen. Ja. Denken, das sind so die Kopfmenschen, und Fühlen, also die Analyse betreiben, die mit dem Kopf die Dinge verstehen wollen und durchdringen wollen. Und die andere Seite, die fühlen Menschen, das sind eher so die schnelle Entscheidungen vielleicht auch treffen können, ohne dass sie hundertprozentige Sicherheit haben, dass es die richtige ist, sondern die eher so mit so einer Intuition auch gut umgehen können. Gut, jetzt habe ich natürlich jetzt zu den Introvertierten schon das Beobachten zugesprochen. Das wäre jetzt natürlich bei den Denkenden eigentlich auch noch besser angesiedelt, die natürlich dann erstmal sich alles genau angucken und die Situation verstehen wollen, der sie sich gleich aussetzen, die vielleicht auch mehr Anspruch noch haben, die perfekte Welle auszumachen in so einem Line-Up, wo der Intuitionstyp wahrscheinlich eher so sagt, okay, da sieht's gerade gut aus, da gehe ich jetzt rein. Der denkende Typ, der will Sicherheit haben, der will den Channel finden, von dem er mal gelernt hat, dass es den irgendwo geben muss vielleicht. Und der will auch sehen, okay, da sehe ich eine Regelmäßigkeit, da habe ich jetzt mehrmals gesehen, dass die Welle da bricht und auch lange bricht und das ist der Punkt, an den möchte ich hin. Während der Intuitionstyp sagt, da in dieser Section ist viel los und da gehe ich mal gucken, was da los ist. Ja, das kann ich mich gut drin wiederfinden in diesen Ausführungen, ja. Genau, der Clou bei dem Modell ist jetzt natürlich, dass du da, wenn du die beiden Sachen kombinierst, dann entsteht da schon mehr draus als einfach nur so eine dies oder das Situation. Und es ist auch ja eine Matrix, das heißt, es gibt unterschiedlich starke Ausprägungen. Es kann sein, dass es für eine sehr starke Rolle spielt. Es kann aber auch sein, dass du in 100 Situationen 55 Mal dich so entscheidest und
45 mal so. Das heißt, da bist du dann relativ gleich aufgestellt in den beiden Sachen. Aber in der Regel hast du mindestens in einem Bereich eine höhere Ausprägung. Und dann hast du praktisch den, da haben wir ja die Farben, habe ich vorhin genannt, ne? Dann hast du so ein Farbmodell, was daraus entsteht. Wenn du Introversion und Denken kombinierst, dann ist das die Farbe Blau in vielen Modellen, weil Blau eine kühle Farbe ist, eine rationale Farbe ist. Also der introvertierte Denker, das ist oft so ein Analytiker, so ein Wissenschaftler, so der Physiker wird oft so als Stereotyp so dargestellt, auch, ne? Jemand, der sehr ruhig ist, die Antworten immer sehr rational sind. Von außen wirkt er oft humorbefreit. Nach innen hat er oft einen sehr speziellen Humor. Das wäre der blaue Typ. Und Introversion fühlen. Das wäre der grüne Typ. Also grün, das heißt so naturnah, organisch. Das sind oft Menschen, die so durch Empathie stark geprägt sind. Ja, die haben verbringen viel Zeit damit, auch andere zu beobachten, zu verstehen, haben gutes Auge dafür für Stimmungen, die andere oft noch gar nicht erkennen. Der grüne Typ kann sich da gut einfühlen und beobachtet lange, bis er auf Menschen zugeht, kann dann aber auch enge Bindungen herstellen, ist da aber immer eher sehr zurückhaltend drin. Mhm. Und dann haben wir noch, was haben wir noch, den Extrovertierten und Fühlenden, wenn man gerade der extrovertiert Fühlende, das wäre so ein gelber Typ. Gelb ist so Sonnenschein und hell und shiny. Also so ein Entertainer-Typ. Das sind die typischen gelben Typen, die rausgehen. Immer die ersten sind, die einem auch auffallen in einer Runde, die den Spaß in eine Runde reinbringen, ja. Die oft dabei auch relativ unstrukturiert sind und so ein bisschen auch den Faden verlieren bei ihrem Vorgehen, was sie so machen. Aber damit auch gar kein großes Problem haben, sondern dann einfach was Neues anfangen und genau. Und wir haben einen roten Typ, das ist so der, also da sind wir beim extrovertierten Denkenden, das sind eher so die, also ein negativer Begriff, ja, negativ ist er gar nicht, aber so Machtmenschen, mhm. Menschen, die so gerne die Führung möchten, die sich gerne durchsetzen, die auch gerne den Wettkampf suchen, genau. Wenn wir das dann jetzt auf Surfen übersetzen, dann wäre der Rote natürlich so der Competition-Geleitete, der sich ständig verbessern möchte. Klar, ja. Der bei dem jede Surf-Session auch bedeutet, ich will hier mich fordern, ich will hier irgendwas erreichen. Ich gehe nicht einfach nur so zum Spaß ins Wasser, sondern ich mache das hier auch mit einem hohen Anspruch und will vielleicht auch anderen zeigen, dass ich es drauf habe. Ist auch, glaube ich, sehr interessant, wie man dann feststeckt, glaube ich, auch in seinem Typ, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ich würde mich ja so definitiv in diesen grünen Bereich einordnen, auch so mit, wenn du jetzt sagst, mit dem, womit wir angefangen haben, mit der zum Beispiel Wellenauswahl, Treffen will man im Line-Up ist, ich nehme ja eigentlich oft dann vor, dass ich mal mehr gucke und mehr darauf achte, welche Welle ich nehme und so, und aber letztendlich finde ich mich recht schnell immer in dem Bereich wieder, wo ich, ach, das sieht ganz gut aus, na, Mama. Und oftmals ist es dann gar nicht gut gewesen. Hätte ich mal lieber gewartet. Genau. Aber da steckt man schon tief drin dann auch in so einem Typus, ne, glaube ich. Als dein Bruder kenne ich dich ja ganz gut und ich weiß, rot hast du nicht so viel. Das kannst du manchmal aktivieren so, wenn du Dinge auch vorantreiben willst. Also ich glaube, du würdest jetzt nicht die, wie viel ist es, die 80. Folge, die du hier hast? Oder? Ja, ein bisschen drüber schon. Irgendwo in der Range. Da brauchst du ein bisschen was Rotes zu, dass du das durchziehst, aber beziehungsweise auch, also ich weiß auch von den Surftrips mit dir, dass es dir immer relativ wichtig ist, zumindest um 6 Uhr morgens mal zu überlegen, ob wir ins Wasser gehen. Also da kommt ein bisschen was Rotes zum Tragen, aber oft setzt sich dann wahrscheinlich eher das Grüne oder so durch bei dir, was dann sagt, okay, ich bin noch mal vorsichtiger, ich schau mal, wie wir damit umgehen. Müde ins Line-Up ist ja nur auch blöd, ne? Oder? Ja, vielleicht ja, auch nicht. Bei mir hast du richtig, ja. Ja, den gelben Typ, den wirst du sicherlich auch kennen. Wenn ich den am Strand sehe, das ist der. Also für den ist erstmal das mit Menschen zusammen sein das Wichtigste. Das heißt, für den ist Surfen tatsächlich vielleicht auch, nicht nur, also doch schon vielleicht auch ein Beiwerk, ein Anlass, um was zu unternehmen mit anderen Leuten und Spaß zu haben. Also der Gelbe kann durchaus auch gerne so Adrenalin-Themen interessieren, den oft auch. Also das könnte so ein bisschen der sportliche Aspekt dabei sein, aber gar nicht so das tolle Dinge erreichen, sondern das mit anderen zu erreichen. So, für den ist deine Lagerfeuer-Playlist ist genau die richtige, weil dann die hört er nicht unbedingt, aber er sitzt gerne am Abend dann am Lagerfeuer und erzählt mit den anderen, wie krass der Whiteboard war und
der erste Bottenturn, den ich geschafft habe, also die Geschichtenerzählung dahinterher, dafür lebt der Gelbe eigentlich dann an der Stelle, ne? So dieses, welche Kommunikationsanlässe entstehen eigentlich jetzt aus diesem Sport, den ich hier getrieben habe? Was kann ich damit anfangen? Ja, das ist dann auch wirklich so die Kategorie von Leuten, die sich eigentlich viel für das Umfeld des Ganzen interessieren und vielleicht gar nicht so unbedingt so tief einsteigen in den Sport. Was? Oder naja, das wäre jetzt unfair den Gelben gegenüber. Also die können da auch tief einsteigen. Aber so ein Charakteristika des gelben Typen ist ja, dass sie ja so ein bisschen dieses, ja eigentlich so eine Hang-Loose-Attitüde auch haben, ne, so dass sie nicht so gut sind, sich an etwas festzubeißen, sondern immer eher dann, wenn es schwierig wird, auch mal was gehen lassen. Mhm. Kann ja auch helfen, weil beim zweiten Anlauf es vielleicht einfacher ist, weil man sich nicht an diesem Scheitern abarbeitet, sondern eher mit dem Spaß geht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nicht unbedingt reingehen, aber die leben tatsächlich so diesen Surf-Lifestyle, den du ja auch gerne behandelst, den leben die sicherlich sehr extrovertiert auch aus. Also die Kleidung und der cool designte VW-Bus spielen da sicherlich eine große Rolle. Auch das ist das Ideal, was man dann leben kann an der Stelle. Ja. Die Wellenlänge Spotify-Playlist. Ja, der liebe Sascha hat die Spotify-Liste sogar angesprochen, aber ich habe im Gespräch ganz vergessen, ihn zu fragen, ob er gerade mal schnell noch ein paar Songs für unsere Liste hat. Und im Nachgang fiel ihm jetzt konkret auch erstmal kein Song ein. Deshalb dachte ich, ich wähle jetzt einfach nochmal wieder zwei Songs heute rein. Und dazu hole ich auch mit einer ganz, ganz kurzen Geschichte aus, dachte ich, die uns beide auch so betrifft irgendwo. Denn Sascha hat mich nicht nur zum Surfen gebracht, er hat auch meinen Musikgeschmack ganz entscheidend geprägt. Das fing schon irgendwie in der Kindheit irgendwann an, als ich Guns N' Roses und Metallica für mich entdeckte und schon sehr früh irgendwo sagte, ja, ich höre nur Metal und sowas. Kam dann schnell viel Punk dazu und gerade so die Punkmusik und die Texte haben mich sehr in meiner Gesinnung geprägt, würde ich sagen, die auch so das Surferische ein bisschen mit reingebracht hat, so Freiheitsgedanke und anders sein wollen und solche Themen. Und irgendwann in der Jugend ging es dann los mit dem ersten Konzert. Da hat mich Sascha mit hingeschleppt in Braunschweig im FBZ zu den Donuts, wo war gleich eine Initialzündung für mich und ein großer Aufbruch in die lange Konzertkarriere. Ein großartiger Abend mit Stage-Diving und allem möglichen drum und dran. Dann haben wir ein zweites Donuts-Konzert, wo die Beatsteaks Vorband waren und da war auch so ein surferischer Moment für mich mit drin. Und zwar hat der Arnin von Beatsteaks ja immer früher ein Surfbrett auf der Bühne mitgehabt und hat das bei dem Song, ich glaube Kings of Metal, auf die Menschenmenge gelegt und hat quasi ist von der Menschenmenge aus auf seinem Surfbrett getragen worden. Und da war auch schon für mich so ein Moment so, ey, surfen müsste man auch mal, ja, das ist ja richtig geil, richtig cool. Also das spielte dann schnell mit rein. Und dann ein weiteres sehr frühes Konzert, das ich auch mit Sascha zusammen besucht habe, da sind wir nach Berlin gefahren, in die Columbia Hall. Und da haben Bush gespielt, die britische Grunge- und Indie-Band von damals, die gerade wieder seit einigen Jahren wieder aktiv sind. Und bei diesem Konzert muss ich vielleicht kurz erwähnen, dass Sascha vorne in der Menschenmenge im Moshpit bewusstlos geworden ist und zusammengesackt ist und die Hälfte des Konzerts hinten im Backstage-Bereich erlebt hat. War auch mal ein ganz besonderer Moment. Gott sei Dank nichts weiter passiert. Auf jeden Fall, diese Band möchte ich heute gerne einmal aufgreifen. Die haben nämlich in dem aktuellen Album einen wunderschönen Opener-Song, der heißt Heavy is the Ocean, den ich sehr mag. Und den möchte ich heute mal in die Energieliste reinwählen. Und dann so einen, vielleicht den ältesten Song der Band überhaupt, der auf dem Debütalbum irgendwann in den 90ern war, Glycerine, ein wunderschöner Grunge-Rock-Balladensong, der sogar mal in Simpsons für eine Grunge-Folge aufgefasst wurde. Und das wähle ich in die entspannte Lagerfeuer-Chill-Out-Liste heute rein. Viel Spaß damit. Hell yeah! Ja. Und der Grüne, das wäre der praktisch der Empathische, ist ja auch eher ein ruhiger, zurückhaltender. So auch das Hang-Loose ist dem auch nicht so fern, ne? Also der. Irgendjemand in einem Seminar hat mal gesagt, der Grüne hat das Chillen erfunden. Hat man ein Jugendlicher zu mir gesagt, als ich das Modell da vorgestellt habe. Ja, weil der Grüne tatsächlich sehr beobachtend erstmal ist so. Und so gerne auch in Umgebung vielleicht in sich aufnimmt ein Stück weit. Und so
Für den ist vielleicht der Moment, bevor es reingeht, eigentlich der schöne Moment, ne? So das da sitzen und sich darauf vorbereiten, so ein gewisser spiritueller Aspekt, der da auch eine Rolle spielt, ne? So dieses, ich werde das gleich tun, ich verstehe die Natur um mich rum und fühle da tatsächlich auch was Großes in dieser Natur, dem setze ich mich jetzt gleich aus und mit dem will ich im Einklang sein. Mhm. Die Empathie im Line-Up, weiß ich nicht, inwieweit die eine Rolle spielt, vielleicht so ein Gerechtigkeitssinn oder sowas, der daraus vielleicht entstehen könnte, dass man anderen den Vortritt lässt oder ja, andere doch, unterstützt, die nicht so gut vorankommen an der Stelle. Das ist bestimmt ein Punkt, wo man das sehr gut ausmachen kann als Außenstehender, um mal eine grobe Voreinschätzung zu geben, wie die Leute im Line-Up tatsächlich so miteinander interagieren. Ja, ja, also wenn der Rote würde die Surfschule wegbürsten und sagen, aus dem Weg, verderbt mir nicht meinen Spaß, der Grüne würde ihm noch Tipps geben, wie sie schneller besser werden, damit sie da in dem Line-Up gleichberechtigt mit schippern können. Ja, das ist spannend, drüber nachzudenken tatsächlich, ja. Dann hätten wir noch den Blauen, das wäre der Wissenschaftler, der dann auch aus dem Surfen eine Wissenschaft machen kann, der sich vielleicht gerne auch mit Boards-Designs dann beschäftigt oder sowas, ne, sich anguckt, welches ist das optimale Equipment, was ich hier benutzen kann, gerne vielleicht auch so mit Videoanalysen, die macht der Rote, um besser zu werden, der Blaue aber vielleicht auch, um tatsächlich so Details zu verstehen, Abläufe zu verstehen. Dem wird vielleicht auch am ehesten noch interessieren, wie am stärksten interessieren, wie die Welle eigentlich aufgebaut ist, wie die funktioniert. Der ist vielleicht auch ganz gut da drin, so bei Surftrips derjenige zu sein, der Karten studiert, Wetterbedingungen studiert, die übereinander legt und guckt, was könnte denn passieren, wenn da das passiert? Und wenn wir da mal hinfahren, das würde ich mir gerne mal angucken, einfach weil so von meiner Idee her müsste da was Interessantes passieren gerade. Ja, Was wären so Typen, die es da geben würde auf der, das, wir sind, ich habe ja vorhin die Zwiebel erwähnt, wir sind da noch in der äußeren, im äußeren Bereich der Zwiebel. Ne? Es geht jetzt gar nicht darum, was treibt dich im Inneren an, sondern welches Handeln hast du dir tatsächlich angewöhnt und was findest du richtig auch? Ne? Also jeder von den drei Typen findet das richtig, was er macht. Der Rote findet das richtig, dass er die Surfschule wegschickt, weil die nervt ja alle. Und ja. Ist das absolut nachvollziehbar, denen zu helfen, beziehungsweise das auch so dieses spirituelle Gefühl zu haben. Und der Blaue versteht auch nicht, wie man sich nicht dafür interessieren kann, Reliefstrukturen anzuschauen von irgendwelchen Meeresböden, um da etwas zu verstehen. Also für jeden ist der eigene Blick der richtige. Und es sind Prototypen jetzt erstmal, ne? Es ist ein Modell, was die Realität vereinfacht. Gibt sehr selten. Ich weiß gar nicht, ich kenne einige Leute, die tatsächlich diesen Prototyp total entsprechen. Ich habe schon Menschen getroffen, die als die Karikatur dieses Typen sogar waren. aber die meisten von uns sind tatsächlich eher so auf zwei von diesen Bereichen abonniert, manchmal auch auf drei, sehr selten so eine absolut homogene Mischung aus allen Farben. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall spannend. Würdest du einen von diesen Typen am ehesten in die Richtung Soul Surfer bezeichnen, wenn man jetzt von diesem alten Begriff von früher auch mal ausgeht, titelt ja so eigentlich jemanden, der von sich aus surfen geht, der Spaß haben möchte, das für sich selber tut und nicht unbedingt so viel Außendarstellung dahin gibt, sondern das einfach aus seinem ganz eigenen Antrieb raus dieses Hobby ausübt. So denke ich, könnte die Definition sein. Ja, also ich glaube, jeder hat das Potenzial dazu, aber ich glaube, ein Soul Surfer hat immer einen guten grünen Anteil irgendwo, den er da befriedigt. Also so dieses ein Soul Surfer ist in meinen Augen, kann auch alleine reisen. Der ist in diesem Moment, wo es tatsächlich um das Meer geht, ist er eher für sich, ist er eher so bei der Natur, ist er eher so bei sich, so mit sich im Reinen auch und möchte da nichts Verbissenes fühlen, sondern eher so die absolute Ruhe für sich gewinnen. Das wäre jetzt meine Definition von einem Soul Surfer, glaube ich. Ja, ja. Das wäre zumindest ein grüner Anteil, der da befriedigt wird. Ja, hätte ich auch angenommen jetzt. Genau, nein, du hast ja ursprünglich die Frage gestellt, was macht eine homogene Gruppe aus? Könnte man jetzt überlegen, was würde passieren, wenn
nur die Prototypen einer Farbe da zusammenkommen und sich auf den Weg machen. Das ist so ein bisschen, wie du anfänglich meintest, ne? Wir sind uns schon sehr ähnlich, das kann man schon sagen. Wir sind anscheinend sehr ähnlich geprägt und sozialisiert. Und die Lameness bei so einem Surftrip war schon manchmal ein bisschen auffällig, da gebe ich dir recht, ne? Dass man eher sich gegenseitig motiviert hat, nicht ins Wasser zu gehen, als dass man ständig am Ball war. Ja, also ich glaube, da kommen noch andere Faktoren zu. Wir können ja gleich nochmal in die Zwiebel einen Blick reinwerfen auf ein anderes Modell, was so eher sich mit Werten oder Antreibern auseinandersetzt. Das ist ein bisschen tiefer, das ist jetzt nicht nur das erlernte Wissen, sondern vielleicht auch was tiefer in uns drinsteckt, warum man das auch immer da steckt. Aber ja, genau, also wahrscheinlich hätte es uns ganz gut getan, da auch mal so einen Roten dabei zu haben. Mhm. Der, ich kann mich erinnern, in Marokko, da war das Flo, glaube ich, ne? Der hatte da zumindest so ein, was das Surfen angeht, einen guten Rotenanteil mitgebracht und hat dann immer mal darauf hingewirkt, dass wir auch mal früher losgegangen sind und nicht lange auf dem Balkon gesessen haben und aufs Wasser geguckt haben. Ja, und die Ruhe genossen haben, sondern immer gesagt, okay, wir müssen auch mal wieder rein in das Zeug da. Ja, in das Wasser. In meiner Zeit in Cornwall, da musste ich mich immer hart gegen die beiden mit rosenroten Anteil durchsetzen, die mit mir zusammengearbeitet haben und die wirklich jede freie Minute zum Surfen genutzt haben, wo ich immer dachte, eigentlich will ich das auch, aber jetzt habe ich gerade irgendwie so keine Lust. Genau, also wir Grünen haben dann noch das Problem, dass wir ja nicht nur unser eigenes Gefühl haben, sondern auch das Gefühl des anderen immer versuchen, irgendwie so mitzuschwingen. Die Grünen sind sehr vorsichtig miteinander und ohne, dass sie hundertprozentig wissen, was da passiert, möchten sie niemanden überfahren. Das heißt, willst du jetzt oder willst du nicht? Ach komm, ja, ich würde ja, aber wenn du nicht willst, dann so. Ne? Also von außen wirkt das oft sehr nervig, wenn die so sehr rücksichtsvoll sind. Das heißt, da kommt dann so, da fehlt die Energie drin. Von daher, uns tut ein Roter ganz gut. Ja, und die Gelben, die sorgen halt für den Spaß. Der ist halt auch wichtig. Also auch das kann natürlich dazu führen, dass wir früher am Strand sind, weil wir wollen auch gerne mit den Leuten dann abhängen und die Gruppe hat dann auch also der Gelbe bringt so eine Energie in die Gruppe rein, die dann auch dazu führt, dass der Spaß auch in der Gruppe sich potenziert. Mhm. Und gut, so ein Blauer hilft natürlich auch enorm weiter, wenn da jemand ist, der dir auch mal einen fundierten Tipp geben kann. Und da, wenn du da sitzt und frustriert bist, weil du einfach nicht rauskommst oder weil du verstehst einfach nicht, was da passiert in diesem Wasser und weil das halt ein bisschen kompliziertere Bedingungen sind, dann ist es ganz gut, so einen Blauen zu haben, der vielleicht auch mal so einen intellektuellen Ansatz hat, zu verstehen, okay, mach mal dies oder nimm mal den Bauch raus aus dem Geschehen und denk mal nach, was du da machst gerade. Mhm. Ich würde an deiner Stelle hier mal folgenden Move probieren. An folgender Stelle einfach mal reingehen ins Wasser oder was auch immer da die Idee sein mag. Ganz kurzer Werbeblock heute. Ich möchte euch wieder auf meinen Mediapartner Freaks of Fashion hinweisen, der auch diese Woche wieder für das schöne Titelbild verantwortlich gewesen ist, beziehungsweise ich habe es aus Markus seinem Instagram-Archiv rausgenommen, weil es, fand ich, gut passte zum heutigen Thema. Schaut mal bei seinem Instagram-Account oder seiner Website freaksoffashion.de vorbei. Da gibt's coole Designs rund ums Surfen und andere Brettsportarten. Und für jeden Motivträger findest du das richtige Motiv. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann noch für alle, die sich gerne auf den nächsten Surfurlaub, es ist ja langsam Frühling, es steht langsam an, dich langsam vorzubereiten auf den nächsten Surfurlaub. Schaut doch mal bei der lieben Ramona und dem Surf-Fitness-Online-Programm rein. Da gibt es ein wunderbares 6-Wochen-Programm, Surf-Fit in 6 Wochen. Um sich komplett fit für die nächsten Sessions und die nächsten Urlaube zu machen. Man ackert alle Bereiche durch, von den Basics, vom Core, über die Arme zum Paddeln und die Mobility und die Take-Off-Moves und alles, was nötig ist. Bestimmte Manöver kann man trainieren. Alles wird durchgeackert und man ist danach wirklich fit, so fit wie man halt mit Trockentrübungen zu Hause sein kann für den nächsten Surfurlaub. Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal meine Shownotes. Wenn ihr den Link klickt und den Gutscheincode in den Shownotes mitverwendet, bekommt ihr 30% auf alles und ihr unterstützt außerdem mich damit in meinem Podcast. Beide Partner und auch noch weitere findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr überall die klickbaren Links in jeder App, wo immer ihr diesen Podcast hört. Einfach mal auf die Extra-Seite gucken, da findet ihr alles, was notwendig ist. Danke fürs Reinschauen. Werbung Ende. Ja, ja.
Ja, aber ja gut, wenn man jetzt so einen bunten Mix aus allen Charakteren hat, kann es auch sehr anstrengend sein, ne? Kann man wahrscheinlich generell sagen. Ist nicht unbedingt der Harmonie des Urlaubs beiträgt. Ja, wenn es zu ausgeprägt ist, sicherlich. Also diese Modelle, dieses Modell beziehungsweise andere Modelle, die noch ein bisschen tiefer gehen, die sind ja tatsächlich auch so Modelle, die so Partnerbörsen nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Also zu gucken, ich glaube, das sind die einfacheren, möchte jetzt gar keine Namen nennen, aber da gibt es welche, die sich auf solchen Modellen hauptsächlich aufbauen und wo dann versucht wird, bei Partnerbörsen tatsächlich Menschen zusammenzubringen, die eher gleich sind. Weil man streitet sich weniger. Ja. Gut, kann man jetzt gucken, inwieweit Streit auch was Produktives sein kann und Ja. uns auch voranbringen kann, wenn wir lernen wollen an der Stelle was. Deshalb zum Beispiel, du stellst ja oft die Frage nach den Surfcamps auch, nur sollte man ein Surfcamp machen. Das ist vielleicht dann der gute Kompromiss, ne? So einen Trip zu machen und einen Teil für sich allein zu machen, aber einen Teil auch in so einer Gruppe sich zu bewegen, die zufällig zusammengewürfelt ist, um da eben auch diesen anderen Einflüssen ausgesetzt zu sein und neue Impulse zu bekommen. Ja. Weil jeder Typ allein für sich hat an irgendeiner Stelle scheitern. Selbst der Rote mit seinen hohen Ambitionen wird halt, der neigt halt dazu, mit denselben Mitteln immer wieder auf dasselbe Problem draufzuhauen und eher zu frustrieren daran und ja, so sich eher zu überspannen, als dass er irgendwie mal fehlt die Leichtigkeit, um dann mal was anderes zu probieren und zu gucken, ah, so funktioniert das. Und er wird sich an demselben Problem abarbeiten und wenn er nicht weiterkommt, kommt er nicht weiter. Du sagtest, man kann noch einen kleinen, vielleicht wirklich kleinen Einblick in die tieferen Schichten der Zwiebel werfen. Was wäre da noch so ein kurzer Wrap-up, was da interessant wäre? Ja, klein, also gut, ich versuche eine klein zu machen, weil da geht es tatsächlich um noch größeres Thema, Ja. weil was da drunter liegt unter diesem ganzen Verhalten, was uns ausmacht nach außen, sind ja tatsächlich sowas wie Werte oder Wertvorstellungen, die uns da antreiben, beziehungsweise auch so innere Antreiber, die für uns eine Rolle spielen, die von denen auch gar nicht so hundertprozentig geklärt ist, wo sie jetzt herkommen, also was Genetisches, was Kulturelles, alles Mögliche. Ich habe persönlich viel mit dem Reisprofil gearbeitet in der Vergangenheit. Das sind 16 Motive, die da aufgeschlüsselt sind. Der Stephen Rees, der das erforscht hat, der hat sehr, sehr viele Motive sich angeschaut, verglichen, die für uns Menschen wichtig sind, hat 16 rausgefiltert, von denen er glaubt, dass sie für menschliches Verhalten besonders wichtig sind. Ich nehme mal drei vielleicht raus, einfach so. Da war eben hier wir hatten eben schon dieses Thema, wir saßen die ganze Zeit am Strand und sind wenig aktiv geworden oft. Bei mir ist so ein Motiv, was sehr ausgeprägt ist, ist die emotionale Ruhe. Das bedeutet eher so ein Streben nach Sicherheit, eher ein Streben nach Ausgeglichenheit und eher ein Streben nach Entspanntheit. Diese Motive gehen immer so, das ist jetzt keine Matrix, sondern eher so ein, gibt zwei Ausprägungen immer. Die emotionale Ruhe kann entweder in die Richtung stresssensibel ausgeprägt sein oder stressrobust. Also kann sein, dass ich den Stress suche, ne, wenn ich gerne Achterbahn fahre. Ich hasse Achterbahnfahren. Und Adrenalinkicks mag, dann ist eher so diese Ausbringung in die Richtung. Und wenn ich eher sage, warum soll ich Geld bezahlen für etwas, was mich stresst, ne, das ist mein Ansatz, dann ist es eher stresssensibel. Und das bedeutet natürlich für so einen Surfer, also ja, meine Angst vor dem Meer spielt schon eine Rolle dabei, dass ich lange brauche, bis ich reingehe. Ne? So dieses Ja. auch so dieses Chillen im Line-up, was ich mir immer von außen sehr schön vorstelle, immer wenn ich da drauf sitze auf meinem Board und dann hinter den Wellen sitze und wenn das Wetter mal nicht ganz so sonnig ist, sondern so das Grau ist und das Meer unter der Grau ist, dann denke ich an alles, was da unter der Meeresoberfläche passiert, nur nicht da, denke wenig drüber nach, dass ich gleich eine gute Welle kriegen will. Das ist natürlich jetzt eher so ein Antreiber, der den Surfer vielleicht hindern könnte. Wobei die emotionale Ruhe dann wieder so den Soul-Surfer vielleicht auch befördern kann. Ne? Ich mache das gerne, wenn gute Bedingungen sind, dann ist es eher so dieses im Einklang sein. Es gibt auch ein Motiv Rache-Wettkampf, das wäre wieder so auch in Richtung Rot vielleicht. Da teilt sich auf zwischen in die eine Richtung kämpferisch, in die andere Richtung harmonisierend. Das heißt, kämpferisch, ich vergleiche mich gerne, ich gucke gerne, gucke vielleicht auch, was los ist im Line-Up und gucke, an wem ich mich messen möchte. Bei mir ist zum Beispiel das Motiv Neugier sehr stark ausgeprägt in eine Richtung. Das Ja.
Neugier bewegt sich so zwischen wissbegierig, also Wissen um des Wissens willen sammeln. Und auf der anderen Ausprägung wäre es praktische Neugier. Also ich möchte gerne Dinge lernen, die mir unmittelbar nützen. Bei mir ist es eher so diese Wissbegierigkeit. Und das war, glaube ich, für mich auch ein Grund, warum ich mit dem Surfen angefangen habe, weil das für mich so ein Sport war, der was hatte, was andere Sportarten für mich nicht geboten haben, dass ich nämlich nicht nur mich selbst erfahren kann dabei, sondern mich auch mit der Natur auseinandersetze, also auf allen Ebenen so intellektuell verstehen, was macht so eine Welle, war für mich das schon wichtig, auch wenn ich jetzt bei diesem anderen Modell gar nicht blau ausgeprägt bin, aber vor allen Dingen auch zu lernen, was macht das mit mir, wenn ich mich diesen Ängsten aussetze, die ich bei diesem Ruhemotiv gerade genannt habe. Ne? Mhm. Also, dass ich da drauf schaue, was kann ich über mich lernen, wenn ich mich das getraut habe, oder kann mich auch in die größeren Wellen, in denen ich mal war, kann ich mich immer noch gut erinnern an diesen Moment, wenn die mich mitgenommen haben. Das Stoke-Gefühl war schon weg und trotzdem ziehe ich da noch was draus. Ne? So dieses, wie ich das als Mensch körperlich, aber auch geistig bezwungen habe, diese Welle, und wie ich das geschafft habe, damit umzugehen mit der Situation. Das war für mich, glaube ich, da ein großer Antreiber. Ist bestimmt auch ein interessantes Feld, wenn man so davon ausgeht, warum man eigentlich so auf so eine Surfreise geht. Ne? Da ist ja auch so ein Punkt, der eine möchte nebenbei dies und jenes machen, der andere möchte dann Sightseeing machen, der eine will Party, der andere will jeden Tag nur surfen und früh schlafen gehen, um wieder surfen zu gehen. Ich denke, das ist auch so ein Modell, der das da mit reinspielt. Ne? Ja. Ja, also ein Motiv wäre zum Beispiel auch Status, elitär oder bescheiden, wären die beiden Ausprägungen. Da bin ich tatsächlich eher elitär ausgeprägt. Mir ist es wichtig, dass man ein Brett oben auf dem Auto ist und dass die Leute sehen, hey, da fährt ein Surfer durch die Gegend. Spielte für mich immer eine Rolle, wenn ich auf Reisen war mit meinem Surfbrett. Und so dieses wahrgenommen werden, einer bestimmten Gruppe zugehörig, erkannt werden, eine Gruppe, die ich für mich idealisiere auch ein Stück weit. Also auch das kann eine Rolle spielen. Und ja, genau, das geht so in Richtung Werte, und das ist natürlich vielleicht das Entscheidendere bei so einer homogenen Gruppe, dass essentielle Werte, also das waren jetzt erstmal Antreiber, und Antreiber sind aber immer verbunden mit Werten auch ein Stück weit, dass so die Werte stimmen. So ein Wert, der bei Surfern wahrscheinlich im Durchschnitt höher ausgeprägt ist, ist so Umweltbewusstsein vielleicht, ne, oder ein Gefühl dafür zu haben, vielleicht auch ökologisch zu reisen. Das wäre vielleicht ein entscheidenderer Grund, eine Gruppe zusammenzustellen, als diese Verhaltensausprägung, weil wenn du da eine Einigkeit hast, dann verbindet das wahrscheinlich noch mehr, als das andere trennen kann, welche unterschiedlichen Bedürfnisse oder Verhaltensweisen man auslebt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder der Wert Körperlichkeit oder sowas, ne? Wie wichtig ist auch dieser athletischer Aspekt für mich dabei, das könnte da auch eine wichtige Rolle mitspielen, dass man sich da gegenseitig pusht und auch vielleicht auch bewundert gegenseitig für das, was man leisten kann. Ja, okay. Kann man denn so ein Modell, kann man das für sich zu Hause im stillen Kämmerlein irgendwo mal praktizieren und sich da grob, ganz grob einordnen? Oder macht man das eher mit Hilfe? Man kann das auch für sich alleine machen. Also ich benutze die ja, wie gesagt, immer eher so zum Einstieg für Coachings oder für Gruppenseminare und nutze das dann so als Grundlage für eine Selbstreflexion, aber man kann diese Selbstreflexion natürlich auch selbst starten. Ich kann ja mal zwei Modelle, eins, was so diese Farbmodellrichtung geht, da gibt es eins, was man im Internet gratis machen kann, und dann gibt es noch eins, das ist so ein bisschen in Richtung Antreiber, eigentlich sind es mehr Glaubenssätze, glaube ich, die da gefragt sind, also was sind wichtige Dinge für, also sowas wie sei stark, frag niemanden um Hilfe, sei schnell, sei gründlich, wo es um sowas geht. Aber das geht tatsächlich eher in Richtung Antreiber. Da gibt es einen, den kann man runterladen und als PDF für sich zu Hause ausfüllen. Also da ist auch der Datenschutz gesichert. Außer, dass man diese Seite besucht hat. Die kann ich gerne mal verlinken. Das eine ist auf so einer Seite 1, 2, 3 Tests. Da kann man verschiedenste Tests finden. Das ist der DISC-Test. Okay. Und der andere ist auf transaktionsanalyseonline.de. Da kann man diesen Antreibertest runterladen. Schicke ich dir gleich mal zu. Ja. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man andere Leute findet, die mitmachen bei dem Geschehen, weil so aus meiner beruflichen Perspektive ist so, Lernen passiert auch über
Austausch, über Sprechen, über dass ich Dinge nicht nur in meinem Kopf denke, sondern ausspreche gegenüber anderen. Ich glaube, das hilft auch beim Surfen weiter, wenn ich über Themen spreche, die mich da beschäftigen oder über meine Ansprüche, die ich an mich habe oder auch Ängste, mit denen ich da verbunden bin. Auch da kann eine Gruppe immer nur hilfreich sein, mit der man eine gute Verbindung hat, der man das teilt, das ganze Geschehen. Und selbst wenn man alleine reist, ist ja auch immer ein Antrieb, irgendwo auch Leute kennenzulernen, mit denen man sich dann austauscht. Und ja, das ist eigentlich bei allen Themen mit das Wichtigste, dass man sich auch darüber austauscht. Geteilte Freude ist doppelte Freude, ne? So heißt es, genau. Alles klar, Sascha. Dann erstmal danke für diese Infos. Ich teile die entsprechenden Links in den Shownotes. Und vielleicht komme ich demnächst dann auch nochmal auf dich zurück, um das Thema nochmal ein bisschen zu erweitern. Mal sehen, wie schnell ich damit sein werde. Auf jeden Fall erstmal danke dir und bis dann. Ja, mach's gut, Benni. Ciao. Ja, das ist doch irre aufschlussreich, sich mal mit von der Seite dem Thema zu nähern. Oder was meinst du? Spannend, wie man so in seinen Gewohnheiten und Prägungen festsitzt, finde ich auf jeden Fall. Vielleicht machen wir ja alle mal ein paar Übungen, aus diesen Mustern auszubrechen. Was meinst du? Könnt ihr ja klein anfangen damit. Mir ist letzten Sommer zum Beispiel bei einer Longboard-Tour aufgefallen, dass ich absolut nicht in der Lage war, von Goofy auf Regular zu wechseln. Ich bin rechts vorne gefahren und habe mit links gepusht und habe das absolut nicht geschafft umzubauen so auf dem Longboard. Seither habe ich mir angewöhnt, meine Kinder immer von der Bushaltestelle abzuholen. Mache ich sowieso immer. Aber mittlerweile jetzt immer mit dem Tretroller der beiden. Also sprich, wenn ich eins von den beiden Kindern nur abhole, fahre ich mit dem Tretroller zur Bushaltestelle runter und mein Kind kann dann mit dem Tretroller zurückfahren. Ja, und da habe ich jetzt immer mal probiert, dann tatsächlich da zumindest schon mal den linken Fuß vorne zu haben und mit rechts zu pushen. Da hat man ja immer noch die Haltestange des Tretrollers, um dann irgendwo ein bisschen Stabilität zu haben. Und das mache ich jetzt seit knapp einem Jahr. Und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich seitdem noch nicht wieder auf dem Longboard ausprobiert. Bei dem Scheißwetter hole ich das Ding gar nicht raus, zumal ich hier auch gar keine vernünftige Strecke für habe. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich das auch andersrum einigermaßen hinbekommen. Also ja, so bei körperlichen Sachen kann man auf jeden Fall schon mal anfangen, so ein bisschen aus seinen Gewohnheiten vielleicht auszubrechen. Ja, und wenn man irgendwelche Gewohnheiten stören, geht das sicherlich auch. Ich muss sagen, ich beneide ja immer Leute, die schon seit Ewigkeiten so ihre Bande von Surf-Buddies um sich haben, mit denen sie dann auf Tour gehen und sich bei Reisen gegenseitig ergänzen und das Jahr über vielleicht auch treffen und irgendwo so ein bisschen ja, halt ihre Surf-Crew haben. Das war mir irgendwie nie so recht vergönnt. Ich habe zwar auch mal viele Leute in Urlauben kennengelernt, habe es aber auch nie so richtig geschafft, mit denen mal Kontakt zu halten. Und das würde ich sagen, hat mir schon in den ganzen Jahren immer irgendwo ein Stück weit gefehlt. Ich weiß nicht genau, ob dir das auch so geht. Auf jeden Fall ist das ein Thema, dem ich mich auch hier im Podcast immer mal wieder ein bisschen mehr widmen möchte, beziehungsweise auch vielleicht auf andere Arten und Weisen zukünftig widmen möchte. Also Stichwort Vernetzung von SurferInnen liegt mir am Herzen. Wird bestimmt noch mal was auf euch zukommen hier. Dann habe ich jetzt noch eine kurze Ankündigung zum Schluss. Und zwar am morgigen Mittwochabend. Da ist das nächste Live-Interview. Und zwar spreche ich mit Steffi von Surf Wolfratshausen. Surf Wolfratshausen, das war ein Wellenprojekt, eine stehende Flusswelle, die seit 10 Jahren tatsächlich sehr erfolgreich und sehr ambitioniert für die Welle im Raum München da gekämpft haben. Und die waren relativ kurz vor Baubeginn schon. Und tatsächlich kamen dann Punkte dazwischen, dass das ganze Thema von einem Moment auf den anderen vom Tisch kam und das Projekt gestoppt wurde. Und sehr tragische Sache auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass die Steffi mir da ein bisschen Rede und Antwort stehen wird, was denn da so passiert ist, was eigentlich die Meilensteine waren und was vor allen Dingen die großen Hürden waren, woran es letztendlich gescheitert ist und vielleicht auch trotzdem noch so ein bisschen motivierend dazu reden kann, dass man das trotzdem angehen sollte, so ein Projekt, und sich nicht unterkriegen lassen soll. Sehr spannend, wie ich finde. Morgen um Mittwochabend 19 Uhr findet das Ganze statt. Und dann am nächsten Tag geht's gleich weiter. Am Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, spreche ich mit Ted. Der ist Tattoo-Artist und Gründer des Surf Inc. Tattoo Studios in Kamen, NRW. Auch sehr
interessant. Wir sprechen so ein bisschen über das Thema Surf-Hype, über das Thema Hype im Tattoo- und im Piercing-Bereich und außerdem über sein aktuelles Projekt. Er ist nämlich, während wir sprechen, gerade auf einem Schiff auf den Kanaren und im Ozean unterwegs und tätowiert dort unter Wasser. Was es damit auf sich hat, kann ich auch noch nicht so genau sagen. Bin ich gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid und vielleicht sogar eigene Fragen zu diesen Themen habt, wählt euch einfach gerne mit ein. Ihr findet mich auf Instagram live oder auch in meinem Aufnahmestudio. Da könnt ihr gerne den Link zu bekommen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir einfach. Wer das hier jetzt verpasst hat und diese Folge erst am Ende der Woche oder sogar noch später hört, ihr könnt euch gerne in meinen Newsletter eintragen. Da verpasst ihr kein Interview mehr. Ich schreibe euch gerne eine Mail, wenn wieder Interviews anstehen, sodass ihr euch direkt einwählen könnt. Findet ihr in den Shownotes zusammen mit den ganzen Informationen, die schon erwähnt waren. Dann habe ich heute zum Schluss nochmal eine Abschlussfrage. Vor allem vielleicht an meine treuen Hörerinnen, die schon lange mich und meinen Surfer-Dude begleiten. Was glaubst du denn anhand der von Sascha vorgestellten Modelle? Welcher Farbe entspricht mein Surfer-Dude? Und diese Woche auch noch einmal, soll der denn nun eigentlich im Podcast bleiben oder lieber rausfliegen, vielleicht ab Folge 100 dann? So. Genau, in dem Sinne, macht's gut. Ich wünsche eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ich werd's hoffentlich endgültig. Wer mir noch einen Gefallen tun möchte, gebt mir doch gerne eine 5-Sterne-Rezension auf Spotify oder Apple Podcast. Vielleicht schreibt da auf Apple sogar ein paar Worte dazu. Würde mich sehr freuen, auf dem Weg von euch darüber was zu hören. Immer cool auf jeden Fall. Und ansonsten freue ich mich auch über jegliche Feedback, E-Mail oder Kommentar auf Instagram oder was auch immer euch beliebt. Macht's gut! Ja, echt mal, ob der Typ eine Vorstellung hat, wie es einem geht, wenn ständig öffentlich über einen geredet und geurteilt und dann sogar noch abgestimmt wird, ja, das macht doch auch einen was mit einem, oder was glaubst du, ey? Ich glaub, ich zeig dir noch an, ey, wegen Cybermobbing oder so. Na, Gott sei Dank bin ich so ein absoluter Late-Bagger, Hang-Loose-Soul-Surfer, der jetzt gleich entspannt die nächste Welle nimmt und dann, ey! Das tut weh, du verdammter Kug, ey, die Welle, die will ich haben. Ich hab die zuerst gesehen, doch. Also weg. Na, gut. Ja, okay, ich bin, da kommt die Welle. Ich bin runtergegangen. Ich nehme sie mal. Ich bin raus. Ich mach's gut.